Guten Tag, Herr Heindl. Jetzt sehen wir uns endlich mal. Guten Ja, Tag. danke. Sie haben es geschafft. Ja. Sie verwenden das jetzt zum ersten Mal, diesen Zoom. Genau. Okay. Nicht gekannt, ehrlich gesagt. Ja. Haben Sie nicht gekannt? Ja. Okay, weil Und da das ist können einfach. mehrere einsteigen, oder wie ist das? Genau. Also Zoom ist im Grunde, das ist einer der ganz wenigen Unternehmen, die unglaublich profitiert haben von dieser Krise gerade, weil es eben ein Tool ist, das genau das hier erlaubt, und zwar, dass man Online-Meetings Ja, cool. abhält. Ja, das Ja, ist ja sicher besser. so, genau, so. Und zwar da können 50 Personen teilnehmen. Ja, Cool. und dann hat man eben genau das Nutzen. Derzeit ganz viele Firmen, die halt sagen, wir machen jetzt Homeoffice und ich möchte einmal am Tag oder einmal die Woche mit meinen Mitarbeitern reden. Dann verwendet man dieses Tool. Die Verbindung ist nämlich Und ziemlich gut. Sie sind ja ausgestattet wie ein Profi, oder? Mit Kopfhörer, mit Mikrofon. Ja, ich bin sehr gut ausgestattet, muss ich sagen. Aber ich meine, diese Dinge sind eigentlich super günstig in der Anschaffung und verbessern aber die Qualität der Aufnahmen einfach unglaublich. Also ein Mikrofon wie das da hier hilft mir. Ich habe Mitarbeiter noch hier, die und dann, ja, das habe ich gekauft. Über Willhaben habe ich das sogar damals gekauft. Ich habe sie gekauft vor 2 Jahren, glaube ich. Auf Willhaben ich glaube, für 80 € oder so. Ja. Und ja, Sehr mit einem gut. ganz einfachen Setup kann man dann schon echt ziemlich coole Dinge in der heutigen Zeit machen. Weil jetzt hat man ja mehr Zeit. Man kann ja eh nicht normal so viel arbeiten. Deshalb hat man mehr Zeit für sowas hier. Ja, stimmt, ja. Ja. Okay, so, Herr Heindl, ich wollte Sie einfach mal interviewen, weil ich habe Ihr Geschäft im 23. Bezirk. Ich fahre da schon seit vielen, vielen Jahren vorbei immer, weil mein Fitnesscenter ist im 23. Bezirk. Und immer wenn Das ich dort. Fit One oder wo gehen Sie hin? Nein, ich gehe ins Gym 23. Im 23. Gym Okay, wo ist 23, das? Das ist auf der. das ist bei Alt-Erla, bei diesem Ah. Einkaufszentrum bei Alt-Erla, bei U6 So, Alt-Erla. ja, Da, wo genau, diese Bowlingbahn und so weiter ist. Ja, da, ja. wo der Spar ist, das ist ein großer Spar, direkt an der. Aber ist es nicht das Fit One? Nein, nicht Fit One, Fit In, oder? Nein, das für den ist das Fitnessnetz dort, aber daneben ist ein Kampfsportcenter. Ach so, Ich mache deswegen, Kampfsport. okay. Ich trainiere nicht im Fit-In, ich bin im Kampfsportcenter. Das ist aber gleich, das ist im gleichen Komplex Ja, dort. daneben, okay. Weil Genau, meine genau, genau. Tochter dort auch trainiert, ja. Im Fit-In, oder wie? Ja, im Okay, Fit-In, okay. ja. Ja, im Fit-In hab ich früher trainiert. Darf ich nicht mehr. Mittlerweile habe ich Fit-In-Sperre. Wieso? Was Ich habe mich sagst immer, du denn? ich habe immer, ja, Fit-In hat ja seine eigenen Regeln. Man darf ja kein Magnesium verwenden auf den Händen zum Beispiel. Ja, also dieses Kletterpulver, da darf man nicht verwenden. Ne? Ja. Ja, und wo ich jünger war, war ich halt nicht so brav wie jetzt. Da habe ich mich nicht gerne an Regeln gehalten. Ne? Und dann irgendwann hat der Filialleiter gemeint, du hältst dich nicht an die Regeln. Ich habe manchmal barfüßig trainiert. Ja, weil ich gedacht habe, Schuhe sind ungesund. Ja, dann habe ich barfüßig trainiert. Und dann haben sie immer gesagt, so, Herr Singh, kommen Sie nicht mehr zurück. Okay. Nein, aber ich dachte mir, ich wollte mich mit Ihnen unterhalten, weil wir haben uns ja vor kurzem erst kennengelernt, hatten ein interessantes Gespräch. Und ich dachte mir, ich würde gerne einfach die Möglichkeit anderen jungen Unternehmen wie mir geben, anderen jungen Leuten geben, die Meinung von jemandem wie Ihnen, der schon lange selbstständig ist, doch schon ein Unternehmen hat, was etwas größer ist als zum Beispiel als meine kleine Firma, Möglichkeit geben, da einfach einen Einblick zu bekommen in ihre Welt, wie sie bis heute ihr Geschäft gemacht haben, wie sie jetzt mit der Krise umgegangen sind und so weiter. Daher, für den Einstieg, würde ich gerne den Zuhörern ein bisschen einen Kontext zu ihnen geben. Und würde Sie bitten, vielleicht mal ein bisschen über Ihre Background-Story, ja, zu erzählen. Einfach Ihr Werdegang bis jetzt. Wie sind Sie hergekommen? Ja, wo haben Sie angefangen und Okay. was machen Sie genau, damit die Zuhörer einfach mal wissen, okay, mit wem reden wir hier eigentlich? Okay. Also mein Name ist Andreas Heindl. Ich bin Geschäftsführer von der Walter Heindl GmbH. In der Walter Heindl GmbH gibt es dann noch die Firma United Chocolates. Das sind so Stadtgeschäfte in Wien drinnen. In Graz haben wir eine Firma, die heißt dort Novi Heindl OG. Das gehört auch zu uns dazu. Seit 2006 gehört auch die Firma Bischinger dazu. Bischinger ist aber der älteste Waffelerzeuger seit 1849. Und ja, ich habe die Firma eigentlich, also die Walter Heindl, heute Walter Heindl GmbH, haben wir 1987, mein Bruder und ich, übernommen. Ich habe einen älteren Bruder, der ist jetzt mit 1. März in Pension gegangen. Der hat gestern Geburtstag gehabt, war gestern 65, ist jetzt in Pension. Hilft uns aber natürlich noch immer. Der war immer zuständig bei uns im Hause für die Produktion. Ich war immer zuständig für die Expansion. Bei mir war es immer so, dass wir aufgebaut haben, ein Filialnetz. Wir haben ja 30 eigene Shops, wo wir die produzierte Ware, die wir hier im 23. Bezirk produzieren, auch in den Eigenfilialen verkaufen.
Diese Eigenfilialen habe ich alle entwickelt, gemacht und gebaut auch. Also ich habe mich auch um den Bau gekümmert. Auch die Halle, also die Fabrik hier im 23. Bezirk, also der 12.000 Quadratmeter Nutzfläche, haben wir, wie wir es damals von den Eltern übernommen haben, haben wir eine 400 Quadratmeter Produktion gehabt hier im 23. Bezirk. Wir haben dann alle Grundstücke rundherum dazu gekauft und das ist alles von uns dann ausgebaut worden und aufgebaut worden. Ja, und das hat uns bisher einen Riesenspaß gemacht zu arbeiten. Mhm. Es war eine wunderschöne Zeit bisher. Wir haben das Glück gehabt, dass wir immer zur rechten Zeit die richtigen Entscheidungen gemacht haben. Ja. Hallo? Das heißt, wir haben gemacht so gut bürgerliche Sachen, wie Nussbeugerl, Schokobananen, Rehrücken. Mhm. Das waren die Artikel, die mein Vater schon 1953 wie er begonnen hat, entwickelt hat und hat sehr schöne Produkte gehabt, die früher halt, als es damals noch keinen Biller und Spar gegeben hat, bei den Kreislern an der Theke verkauft worden sind. Wie hat der Vater begonnen? Ich würde kurz interessieren, wie hat der Vater begonnen? Ja, ja, kein Problem. Ja? Mein Vater ist gebürtiger Pressburger. Pressburger. Als Sudetendeutscher in der Slowakei aufgewachsen. Nach dem Krieg, also als 27er Baujahr, er wird heuer 93, ist halt nach dem Zweiten Weltkrieg rausgeschmissen worden aus der Slowakei, von seiner Heimat. Seine Eltern haben gehabt einen großen Heurigen und mit alles, was er halt tragen hat können, hat er mitnehmen können und hat müssen innerhalb von wenigen Stunden das Land verlassen. Wie alt war er da? 18. 18, okay. 18, er ist 27 geboren, 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, praktisch rausgeschmissen worden aus Pressburg und er ist dann nach Wien, hat in Wien dann einer Witwe geholfen, einen Betrieb weiterzuführen, hat aber so viele Ideen gehabt. Er hat ja gelernt bei der Firma Meyer, das war eine Konditorei in Pressburg. Ja. Und das hat ihm aber nicht so viel Spaß gemacht. Und dann hat er gewechselt zur Firma Stollwerk. Die jetzt auch als Konditor gegeben. Hat er gelernt? Er hat zuerst Konditor gelernt, hat aber später dann gewechselt, im dritten Lehrjahr hat er gewechselt auf Bonbon- und Konfektmacher. Okay. Und ist dann nach Wien, hat ihm da geholfen bei einer gewissen Frau Winterleitner, hat er dort mitgearbeitet und hat dort den Betrieb geführt. Aber er hat halt immer den Traum gehabt, dass er sich selbstständig macht. Ja. Und dann hat er meine Mutter kennengelernt. Mhm. Meine Mutter kommt aus Meidelberg, das ist in Weinviertel, als erstes Kind von 9 Kindern. Ja. Und hat er damals mit 13 Jahren schon nach Wien gehen müssen zu einem Herrschaftshaus und hat dort das Kindermädchen gemacht und ist mit denen eigentlich im Zweiten Weltkrieg nach Kitzbühel gegangen und ist wieder nach Wien zurückgekommen ist, hat es dann meinen Vater kennengelernt. Mhm. Und der Vater hat immer den Traum gehabt, dass er selber eine Fabrik macht. Ja. Und hat dann begonnen, in einem Sutterheu unten Pralinen zu machen. Er machen. In Wien. Hat aber keinen Meisterbrief gehabt noch. Also er war noch Geselle. Ja. Hat noch keinen Meisterbrief gehabt. Und dann haben sie dieses Lokal gefunden in Sutterheu unten. Und meine Mutter war halt so, ja, jetzt kommt der Herr Meister, weil sie haben einen Meister gebraucht, der praktisch den Gewerbeschein gibt. Und meine Mutter hat noch alles durchgeputzt. Und als allerletzter hat sie ein Ofenrohr oben noch drüber putzt. Und das ist runtergefallen und die ganze Werkstatt ist verrußt gewesen. Okay. Und der Meister ist in dem Moment, wie das runtergefallen ist, ist er reingekommen und hat gesagt, ja Kinder, glaubt ihr in so einer Ruhrshöhle, gebe ich euch meinen Meisterbrief, na, das machen wir sicher nicht. Okay. Und mein Vater hat gesagt, naja, okay, dann pfeift er drauf und wird selber die Meisterprüfung machen, hat es dann auch gemacht, hat den Konditormeister dann gemacht und hat nebenbei aber schon gearbeitet. Also die Werkstatt hat sich behalten da in den Sutterer und ist halt untertags hat er Zugang gemacht und am Abend hat er gelernt für den Meister und ist dann nach einem Jahr hat er dann die Meisterprüfung gehabt und hat sich dann richtig selbstständig gemacht. Ja. Währenddessen hat er meiner Mutter schon gezeigt, wie man er hat begonnen so mit Zuckerstangen und solche Sachen zu machen. Das hat meine Mutter dann schon gemacht und mein Vater ist immer
gefahren zur Firma Gold, das ist jetzt so ein Großhändler, dort hat er Zucker gekauft und Früchte und Aromen und alles, dass er seine Zuckerstangen machen hat können und hat es mit der Straßenbahn praktisch in Zucker geholt, die Rohstoffe geholt und am nächsten Tag hat er sie ausgeliefert. Bis dass er dann endlich den Meister gehabt hat. Wie er einen Meisterbrief dann gehabt hat, hat er dann eine richtige Firma gegründet und hat dann mit dieser Firma die ersten Produkte gemacht. Und ja, und das ist nach dem Krieg war natürlich ein irrer Bedarf da an allen. Die Leute haben nichts gehabt und das ist recht gut gegangen. Es hat dann innerhalb von wenigen Monaten hat er schon 7, 8 Angestellte gehabt und es ist halt gewachsen und ein wunderschönes Leben gehabt, weil er es wunderschön aufgebaut hat und das ist, jeder Schritt hat in den nächsten hineingepasst, sodass die Expansion weitergegangen ist und dann haben sie ein Haus gebaut. Entschuldigung, woher hat er das Startkapital gehabt für die Gründung der Firma, für die ersten Maschinen und so weiter? Woher hat er das gegeben? Das kostet ja, hat ja damals wirklich ein Heidengeld gekostet. Ja, ja. Es hat natürlich viele so Witwenbetriebe gegeben, weil die Männer ja weggestorben sind und das war jetzt nicht so teuer. Er hat das schon zusammengekauft, zuerst natürlich gebraucht und er hat in dem Jahr, wo er die Meisterprüfung gemacht hat, hat er unheimlich viel halt, also heute würde man sagen, schwarz verkauft. Er hat halt die Stangerl bei ihm gemacht in seiner Werkstatt und hat es halt den nächsten Tag verkauft und die haben alle gesagt, wurscht, gib her, was du hast, das, ich nehme da alles ab. Das war halt so. Und nach einem Jahr dann, wie er dann die Firma richtig gegründet hat, ist das dann relativ schnell dann weitergegangen, sodass er dann auch Geld verdient hat damit, weil desto mehr Leute, das er gehabt hat und er war das damals auch schon bewusst, dass die Mitarbeiter ein irrsinnig wertvolles Gut ist, hat er die Mitarbeiter halt geschaut, dass die fleißig sind für ihn und das ist dann schön gegangen und dann war einer der größten Wünsche war dann, dass er ein Haus kauft, wo daneben gleich die Fabrik ist. Und das war hier im 23. Bezirk. Das war praktisch 13 Jahre nach der Firmengründung. Mhm. Er hat 1953 begonnen. Er hat 1966 hat er dann hier im 23. Bezirk eine alte Schuhbasterfabrik gekauft. Schuhbasterfabrik? Schuhbasterfabrik, Und diese Fabrik, die... Aus dem Geld, das er bis dahin erwirtschaftet hat. Was er verdient hat, ja. Mhm. Er hat schon auch natürlich Schulden aufgenommen, aber nicht viel. Also er hat immer, er hat es immer so gemacht, dass er maximal die Hälfte, was er sich aufgenommen hat, finanziert hat. Also er hat viel Eigenkapital, also immer 50% Eigenkapital, sonst hätte er nichts gemacht. Okay. Und dann hat er die Firma hier ausgebaut, also zuerst renoviert, einen neuen Terrazzoboden reingemacht und neue Fenster und so. Das ist die Firma, an der ich immer vorbeifahre jetzt im 23. Ja, von da steht ja nichts mehr. Es ist ja alles neu. Ach so, okay. Aber das war die Firma. Und wir haben direkt da daneben, das sind ja auch 4 Kinder, also mein ältesten Bruder, der Walter, mit dem mache ich ja die Firma. Ja. Da habe ich es bis jetzt gemacht. Ja. Dann habe ich einen Bruder, den Erich, und eine Schwester, die Usche. Und wir 4 Kinder haben das Glück gehabt, dass wir direkt neben der Firma aufgewachsen dann sind. Ja. Und es war auch eine sehr schöne Kindheit, weil meine Freunde natürlich was gekommen sind, waren die haben natürlich gesagt, vielleicht haben wir was Süßes nehmen. Und meine Mutter hat immer gesagt, nehmt euch was wollt. Ja. Ist ja genug da. Also es war immer, wir haben so eine Bruchkisteln gehabt und aus dem Bruch kann man sich rausnehmen können, was wir wollen haben. Okay. Und ist halt dann Stück für Stück aufgebaut worden, bis dass sie dann 1987 die Firma übergeben haben an meinen Bruder und an mich. Der andere Bruder, der Erich. Wie groß war die Firma damals circa? Wie erfolgreich war die Firma damals schon? Naja, wir haben es eigentlich schuldenfrei übernommen. Wir haben keine Schulden gehabt. Wir haben damals gehabt vielleicht so 7, 8 Filialen. Okay. Und alles innerhalb von Wien, die Filialen? Alle in Wien damals. Alle in Wien damals, ja. Alle in Wien und wir haben die Firma übernommen. Haben dann das Glück eigentlich gehabt. Das ist meine erste Tat, wie wir die Firma übernommen haben. Haben wir unser Verkaufsgeschäft draußen, was meine Mutter immer ihr größter Wunsch war, sie wollte immer ein eigenes Geschäft haben. Mhm. Und da haben wir direkt bei der Fabrik eine eigene Filiale gehabt. Und die habe ich genau in dem Jahr, wie wir es übernommen haben, doppelt so groß gemacht. Da haben wir einen Raum weggenommen und haben das doppelt so groß gemacht. Und haben das Riesenglück gehabt, dass auf einmal ein Burenjandler bei mir gestanden ist, der gesagt hat, Herr Heindl, ich darf gern kommen mit ein paar Busse in Jänner dann.
Okay. Ja, wir haben so Bilder gehabt von der Eröffnung, wunderschöne Eröffnung haben wir gehabt. Der, ja. der Professor Auböck hat das Geschäft designt, das war ein wunderschönes Geschäft, was wir dann daraus gemacht haben aus den Alten. Und dieses Geschäft haben wir, also das Bild habe ich mitgegeben, ein paar Produkte habe ich mitgegeben und der hat dann Werbefahrten gemacht. Und diese Werbefahrten, das waren natürlich so Bettzeugfahrten, aber mit Besichtigung der Wiener Schokoladenfabrik Heindl. Okay. Und da sind unheimlich viele Leute mitgekommen. Also wir haben es gar nicht glauben können. Es war nach Weihnachten, wir machen ja zu Weihnachten immer das Hauptgeschäft. Und der Jänner war dann so, dass normalerweise tote Hose ist, weil da hat jeder die Süßigkeiten zu Hause. Und auf einmal sind gekommen, der hat mich angerufen am 5. Jänner, Herr Heindl, wir kommen am 7. Wir kommen mit ein paar Busse. Sag ich, wie viele Busse setzen? Na, am Montag sind wir 12, am Dienstag sind wir 14. Also richtige Busse. 20 Busse. Okay. Ja, und okay. Wir haben hier im 23. Bezirk nicht einmal einen Kanalanschluss gehabt. Und jetzt haben wir eine Senkung gehabt, wir müssen jeden Tag aussagen lassen. Und die Leute sind gekommen und wir haben es hinten bei der Firma reingeführt, haben einer dort selber erklärt, also mein Bruder und die haben sich abgewechselt, wie das funktioniert. Dann sind wir zwischen zwei Produktionsbänder gestanden, mit einem zuerst ohne Megafon, und dann ist er nach drei Wochen waren die Stimmen weg. Und haben denen erklärt, wie man Pralinen macht und wie der Schnaps ins Konfekt reinkommt. Und wer war das? Also das waren Touristen oder waren das einfach einheimische Österreicher? Oder? In Wirklichkeit, es waren nur Wiener. Der hat Wiener, am Anfang begonnen nur mit Wiener. Und jetzt sind natürlich, wir haben damals schon ein paar Filialen gehabt und die Filialen haben gesagt, ja, jetzt kommen ja alle Leute zu euch raus, die kaufen dann bei uns nichts. Und wir haben gesagt, wir zeigen, das wird trotzdem erfolgreich sein, weil dann lernen uns die einmal kennen. Und wenn die einmal uns kennenlernen und auch direkt vom Band einmal was naschen können, dann das richtige Fans. Ne? Wann war das? Und genau, das war 88. Da war ich noch nicht mal auf der Welt. Ja, aber es war eine geile Zeit, unfassbar geil, weil wir waren jung. Und wir wollten einfach was tun. Und der hat gesagt, ja, er kommt aber 6-mal in der Woche. Das heißt, 6 Tage, von Montag bis Samstag durch, jeden Tag, ab Mittag sind sie da, beim Vormittag haben sie das Bettzeug präsentiert. Und nachher sind sie dann zu uns gekommen, dort haben sie gegessen noch, dann sind sie zu uns gekommen, bei uns haben sie zum Naschen gekriegt ein bisschen was. Der hat nur dazu für jeden Gast ein Backerl bei uns gekauft. Ja. Also es war echt super. Und wir haben damals wirklich viel Geld verdient. Und haben das Geld investiert immer in die Firma hinein. Verdient anhand der Verkauf von den Leuten, die in die Fabrik gekommen sind oder hinterher die Verkäufe? Das war so, die Leute sind gekommen, das sind zwischen die Produktionsbänder haben wir es reingeholt, immer so 50 Leute auf einmal. Ja. Da sind sie eng aneinander gestanden, wir sind dann mit dem Megafon gestanden, haben ihnen erklärt, welche Rohstoffe das wir verwenden und wie der Schnaps ins Konfekt kommt und diese Sachen. Ja. Und dann sind wir nach vorne gegangen, wo die Ware rauskommt, dort haben wir nochmal was verkostet. Und dann haben wir gesagt, wenn Sie jetzt rausgehen ins Geschäft, müssen Sie dann mitnehmen das Nussbeigerl, dann die Alles Gute, das ist ein Bonbonier ohne Schnaps und die Frau Helene mit Schnaps. Und vielleicht, wenn Sie Kinder habt, nehmt Sie eine Schokobanane mit. Ja. Die Leute sind bei der Tür raus, fahren ins Geschäft rein. Haben gesagt, das, was der Chef gesagt hat, das hätte ich gern. Und die haben alle gekauft und das damals wirklich um viel Geld. Also die meisten haben so ausgegeben, 200 Schilling damals. Das sind 15 Euro, aber das war echt eine tolle Geschichte für uns. Okay. Und wir haben Umsätze gemacht wie zu Weihnachten. Ja, direkt Umsätze. Das ist ja nicht nur, das war ohne Zwischenpartner, an dem man wahrscheinlich gleich abgeben muss. Ohne Zwischenpartner, vollen Verkaufspreis. Also wirklich ganz, ganz toll. Ja. Und das Geld haben wir dann investiert in die Filialen, haben in die Filialen alle moderner hergerichtet und schön hergerichtet und haben neue Maschinen gekauft. Und wir haben das halt so gemacht, dass wir wirklich das Geld, was wir verdient haben, nicht jetzt, ich habe mir keinen Porsche gekauft oder sonst was, sondern ich habe es wirklich in die Firma wieder reingesteckt. Ja. Und das haben wir eigentlich von 87 bis heute so gemacht. Also das Maximum, was wir rausnehmen, ist 50% vom Gewinn. Und der Rest wird reinvestiert. Und dann war es so, der Vater hat uns zuerst gesagt, pass auf, ich überschreibe schon die Firma, aber ich bleibe noch beteiligt als Grundstückseigentümer und als Partner in der neuen KG war das damals. Okay. Also man gab eine GmbH, die hat war der Eigentümer. Warten Sie ganz kurz. Ja, geht schon wieder. Oh, jetzt geht's wieder. Ja, das ruft bei einem. Wir haben, er war praktisch mit 50% Eigentümer von der GmbH
25 Vater. Und 25 hat der Vater. Mhm. Und dann haben wir noch gehabt eine KG und da waren wir Drittel. Ne? Und das war dann ein paar Jahre noch so. Und wie wir dann gesagt haben, so, jetzt wird das alles zu klein. Wir müssen unser Wohnhaus schleifen, was wir da haben, und bauen da eine Halle her. War er vollkommen verzweifelt. Er hat sich gedacht, die Buben werden sich total verschulden und das wird nichts. Und schrecklich. Und, weil die Produktionskapazitäten nicht nachgekommen mit der größten Produktionskapazität. Wir sind nicht nachgekommen und wir haben den Traum gehabt, dass das Geschäft, was wir ein paar Jahre vorher gebaut haben, das haben wir 87 gebaut, 88 praktisch in Betrieb genommen, richtig. Und 1991 haben wir dann unser Wohnhaus da weggerissen, weil wir dort hinbauen wollten, das Schoko Center Süd. Das ist ein richtig großes Schoko-Verkaufsgeschäft. Und das haben wir dann gemacht. Das Schoko Center Süd. Ja, genau. Das haben wir dann auch so gemacht und haben das daher ausgebaut und haben dann in unten die Lagerbereiche ausgebaut und oben drüber haben wir dann eine Produktion reingemacht und das war die größte Investition, was wir jemals gemacht haben. Wir haben eine Maschine damals gekauft, die hat kostet, glaube ich, 3 Millionen Schilling. Schilling. Und wir haben aber fürs Gebäude auch damals 10 Millionen Schilling ausgegeben. Wir haben fast 1 Million Euro investiert hier. Ja. Und Wann war das? Das war 92 eigentlich. 92 und Fertigstellung. Fertigstellung 92. Und haben dann eine Maschine gehabt, wo wir kein Produkt dafür gehabt haben. Also wir haben auf der Maschine, das war ein Hohlkörperprodukt, das heißt, da wird zuerst Schokolade gegossen und dann kommt die Füllung rein und dann wird es geschlossen. Mhm. Aber da haben wir keine Produkte mehr gehabt. Und dann haben wir wieder das Glück gehabt, wir haben einen Designer getroffen und der Designer, das war der Herr Gesing, der hat gesagt, naja, wenn sie so Sachen macht, wir müssten doch was für den Tourismus machen und habe so eine Idee und ich habe eine Idee gehabt, ich wollte also einen Servus in Österreich Taler machen. Mhm. Und der hat mir gesagt, Herr Händel, ein Servus in Österreich, das können Sie nur in Österreich verkaufen, das können Sie in Deutschland oder so nicht verkaufen. Müssen wir doch was Internationales machen. Mhm. Und mein Bruder sagt, ja, die Leute, die nach Wien kommen, die glauben, dass die Sissi und der Franzl und der Kutschen herumfahren, da müssen wir sich was anderes einfallen lassen. Ne? Und der Designer war ein internationaler deutscher Designer, der da diese Mozart-Likör-Flasche, diese stanulierte, kreiert für HC König. Und der hat gesagt, ja Mensch, das wäre doch was. Wir machen einen Sissi-Taler, nicht einen Servus in Österreich-Taler, sondern einen Sissi-Taler. Okay. Und das haben wir gemacht. Das war der Einstieg in eine ganz andere Produkte. Weil da was haben Sie bis dahin gehabt? Was haben Sie bis dahin für Produkte gehabt? Na, ich sage eher dazu Hausmannskost. Nussbagel, Rehrücken, Schokobananen, diese Sachen, Gelee-Artikel, das haben wir gehabt und damals haben wir keinen einzigen Tourismusartikel gehabt. Und das war der erste Anfang mit Touristenprodukten. Und so haben wir einen Sissi-Taler rausgebracht. Ja. Am Markt in einer achteckigen Packung. Also so ähnlich halt wie eine Mozartkugel, nur halt mit der Sissi drauf. Okay. Und das war ein Riesenerfolg. Wir haben in diesem Jahr ganz andere Kunden auf einmal gehabt als vorher. Weil auf einmal haben wir Tourismuskunden gehabt und haben natürlich dann auch profitiert davon, dass Wien ein irrer Hotspot ist für Touristen. Ne? Ja, ja. Und wir haben den Sissi-Taler gemacht, das Jahr drauf haben wir Mozart-Herzen gemacht. Ja. Dann haben wir irgendwann einmal angefangen mit Mozart-Kugeln, dann Grazer Uhrturm, also alles, was so touristisch ist. Das ist das da, das ist Sissi-Taler. So ja, genau. Okay, das damit haben Sie begonnen. Mit denen haben wir dann begonnen. Das war das erste Produkt quasi, was wir so gemacht haben für den Tourismus. Ja. Und da haben wir von einem Jahr aufs andere den Umsatz verdoppelt. Weil wir den haben Sie nur verkauft? Bei sich in den Filialen haben Sie das nur verkauft? Ja, aber das haben wir dann schon auch gegangen. Am Flughafen auf einmal, haben gesagt, schauen Sie, wir haben ein österreichisches Produkt. Wir sind zum Billa gegangen, zum Spar gegangen und jeder hat gesagt, ja, super. Und das Jahr drauf war das Johann-Strauß-Jahr. Da haben wir einen Johann-Strauß-Taler rausgebracht. Mhm. Und dann sind viele, viele Artikel nachgekommen. Ja, und dann einer der wichtigsten Sachen natürlich auch, mein Bruder hat immer wollen, dass wir in die Geschäften auch also Schokomaronen verkaufen. Okay. Und in den normalen, in den eigenen Filialen, okay. In den eigenen Filialen. Da haben wir so Schokomaroni verkaufen und da hat es eine Firma gegeben, im 17. Bezirk, die so Maroni gemacht hat. Und das hat er angerufen und dann sagt, ja, können Sie uns nicht Schokomaroni liefern? Und der hat gesagt, nein, sie kaufen wir sonst nichts an, dann kriegst du die Maroni auch nicht. Mhm. Ja, und das hat ihm dann gewurmt. Und da hat er dann begonnen,
herumzulaborieren mit Schokomaroni. Mhm. Und die Schokomaroni sind bei uns, also das Aushängeschild und einer der wichtigsten Artikel, was wir haben. Ja. Das gibt es immer nur von September bis in März rein. Ja. Und mit dieser Schokomaroni haben wir so derartig abgehoben und jedes Jahr noch Steigerungen, das wirklich, wirklich fantastisch ist. Ja. Und wir haben ja früher gesagt, wir geben es den Supermärkten nicht. Mhm. Mittlerweile verkaufen wir 200.000 Packungen beim Billa, 100.000 bei der Spar. Also es geht wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Warum wollten Sie das nicht an die Supermärkte verkaufen? Was war der Gedanke dahinter? Naja, weil es eine kurze Haltbarkeit hat. Es hat nur 3 Wochen Haltbarkeit. Und da haben die Supermärkte gesagt, ui, das ist immer zu heikel, so eine Sache. Aber dann, wir es gesehen haben, dass das auch super geht in die Supermärkte, hat das so derartig dann abgekommen und da kriegst du dann immer so 100 Filialen freigeschalten und wieder 100 dazu und wieder 100 dazu. Und jetzt sind wir noch immer in Wirklichkeit in der Expansion, weil für Herbst haben wir jetzt die Steiermark dazu gekriegt. Das sind wieder circa so 200 Filialen dazu. Und das im Rewe-Konzern oder? Beim Rewe-Konzern, ja. Beim Rewe-Konzern, okay. Rewe und da wachsen wir halt dadurch. Mhm. Und ja, irgendwann einmal war es dann so, dass wir diese alte 400 Quadratmeter Halle, die haben wir dann, nachdem dass wir zuerst 1200 Quadratmeter dazu gebaut haben, wo wir das Wohnhaus weggenommen haben, haben wir dann 10 Jahre später den nächsten Bau gehabt. Der nächste Bau waren dann 3800 Quadratmeter dazu. 2002? Wann war das ungefähr? Das war 2002. Ja, also ich habe mitgerechnet. In Betriebnahme 2002. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, weil wir dann zwar nicht mehr so viele Busse gehabt haben, das hat ja dann irgendwann einmal wieder aufgehört, haben wir gesagt, wir müssen uns was Neues einfallen lassen, weil diese Fabriksverkäufe, was wir haben, haben wir dann viele gemacht. Das hat dann der Aura haben wir gemacht, der Lind in Glocknitz draußen, haben wir gesagt, wir müssen uns was Neues einfallen lassen und haben ein Schokomuseum dazu gebaut. Das haben wir ja seit 2001 im Betrieb eigentlich schon. Und jetzt das ist wir das, Leute was ich vorbeifahre, da steht immer Schoko drauf. Okay. Und das war halt so, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen die Jugend irgendwie zur Schokolade bringen, weil sonst glauben sie, es gibt nur Kinderschokolade und Milka-Schokolade. So, wir müssen schauen, dass die Leute das sehen, was andere auch noch machen können. Und das ist ein Riesenerfolg eigentlich geworden. Wir haben 60.000 Besucher im Jahr hier, die zu uns kommen. Viele Kindergeburtstage und so werden bei uns gefeiert. Das war 2002, genau, die in Betriebnahme. Und dann war es so, dann ist uns angeboten worden, die Firma Bischinger. 2005 ist uns Bischinger angeboten worden. Und Bischinger war praktisch dieser Waffelerzeuger. Okay. Die waren in einem Mietgebäude im 10. Bezirk in der Himberger Straße. Ja. Und da waren dabei eine zweite Firma, wo der Verkauf von den Bischinger Sachen gewesen ist. Das war Bischinger Abholmärkte. Und dann waren noch dabei 2 Geschäfte in der Innenstadt. Kärntner Straße, Stephansplatz. Und auf die waren wir richtig geil. Also die wollten wir unbedingt haben. Okay. Die wollten wir unbedingt haben. Ja. Jetzt haben wir ja diese Touristenprodukte gehabt, aber keine super Innenstadtgeschäfte. Wir haben schon in der Roten Turmstraße ein Geschäft gehabt, aber nicht jetzt am Stephansplatz oder auf der Kärntner Straße. Ja. Ja, das haben wir 2006 dann gekauft. Okay. Mit die komplette Firma haben sie übernommen sozusagen, die Bischinger Firma. Komplett. Und diese Vertriebsfirma. Also diese Bischinger Abholmärkte sind Heindl-Filialen geworden. Okay. Die Bischinger Produkte sind in die Heindl-Filialen eingezogen. Und also die haben wir mitverkauft bei uns. Somit haben wir die Waffeln halt auch abgedeckt in den eigenen Filialen. Naja, und das. Und wie kamst du dazu, dass Sie das Angebot bekommen haben, dass Sie. Wie kam es dazu? Einen gewissen Herrn Ackerl, der war praktisch einer der beauftragt war, die Firma zu verkaufen. Okay. Von Herrn Gaudernack. Gaudernack hat das gehört und der wollte das hergeben. Mhm. Ja, und wir haben das dann gekauft, die Firma, und haben gesagt, okay, irgendwo sollte man doch zusammenwachsen und irgendwo, das ist so schwierig, eine Fabrik da im 23. haben, eine im 10. Bezirk. Eigentlich alles auf einem Standort, wäre viel einfacher, auch beim Kommissionieren und alles. Ja, und dann ist losgegangen, dann habe ich geschaut, dass wir die Grundstücke da im 23. Bezirk dazu bekommen. Mhm. Das waren lauter Wohnhäuser, lauter Einfamilienhäuser. Mhm. Und da haben wir eines um das andere gekauft und das ist dann wie durch ein Wunder, wirklich wie durch ein Wunder, haben wir alle Grundstücke gekriegt, die wir wollen haben. Okay, um eine große Fabrik bauen zu können.
um die Fabrik zu bauen, dass wir in Bischinger rüber übersiedeln können. Und das ist uns dann gelungen. Wir haben alles fertig gehabt, 2009 alle Grundstücke gehabt, dann haben wir eingereicht und 2011 haben wir dann gebaut und mit 9.01.2012 hat der Bischinger, also wir haben gearbeitet bis Weihnachten beim Bischinger unten und während des Weihnachtsfeiertagen und Silvester haben wir die ganze Fabrik übersiedelt zu uns rüber. Ja. Und seit 2002 sind wir mit Bischinger auch hier am 23. alles unter einem Dach. Und ja, und das ist nach wie vor noch immer mega erfolgreich. Wir haben geschaut, dass wir die Fabrik so bauen, dass wir die größte private Photovoltaikanlage aufs Dach setzen, dass wir Wärmerückgewinnung mit von den Kompressoren, die ganze Wärme, was abgeht, die brauchen auch die Abwärme für die Erhitzung der Schokotanks und so, Lichtsteuerung und also wir haben alles einbaut, was nur irgendwie möglich ist. Okay. Und sind jetzt da praktisch schon wieder 8 Jahre hier unter einem Dach. Alles zusammen und das hat sich super, super gut ergeben. Natürlich diese Corona-Krise, was wir jetzt haben, ist wieder eine besondere Herausforderung. Genau, wie lässt sich das eingliedern? Also zuerst mal, bevor wir zur Corona-Krise kommen, was glauben Sie, waren so die Hauptgründe? Ja? Wie viele Mitarbeiter haben Sie derzeit circa? Also wie groß ist die Firma derzeit? 280 Mitarbeiter haben Sie. Okay. Naja, wie soll ich sagen, es ist die Hauptgründe, warum wir erfolgreich gewesen sind, weil wir haben immer versucht, also wir waren immer der Hase, ja, wir sind immer gejagt worden von unseren Mitbewerbern. Die größer oder kleiner waren als Sie? Die immer größer waren, es war dann nicht so ein gar nicht gegen uns, also ganz wenige, es gibt ja heute auch noch immer wenige, die was kleiner sind als wir. Ne? Wir machen zwar 23 Millionen Euro Umsatz, aber da gibt es natürlich andere Firmen, die halt viel größer sind, wie ein Manner oder wer ein Lind oder so. Wir kämpfen ja gegen Giganten, muss man ehrlich sagen. Ferrero, Lind, Kinder, die ganzen Produkte, die Fernsehwerbung, wenn Sie heute den Fernseher aufbrennen und Sie die Werbung anschauen, haben Sie mindestens 3-4 Schokoladenwerbungen, wo man nicht mitmachen kann. Ne? Das ist ja für uns Kleinen unheimlich schwierig. Ne? Aber wir haben immer geschaut. Kämpft man als David gegen diese Goliaths? Wie überlebt man? Ja, wir waren immer der Gejagte. Wir haben immer gesagt, schau, wir sind nicht so groß, wir müssen einfach schauen, dass wir flexibel sind, dass wir schnell sind und besser sind wie die anderen. Okay. Also wir haben immer geschaut, beste Qualität, das Qualität war, haben wir nie uns auf irgendwas einlassen. Wir haben nie gesagt, okay, der will das billig haben, jetzt machen wir einen billigen Scheiß, das machen wir nicht. Wir machen nur qualitativ hochwertige Produkte. Okay. Das war einer der wichtigsten Sachen. Dann haben wir damals eben, wie Etzias gesagt hat, mit den Bussen, haben wir das Riesenmasel gehabt, dass uns die Leute wirklich so viel besucht haben, dass uns fast jeder Wiener kennt. Also das war auch ein Riesenglück und das haben wir genützt. Einfach. Wir waren da, mein Bruder und ich waren da und wir haben ja heute noch immer Tag der offenen Tür oder Frühlingsfest oder Herbstfest, wo wir immer da sind oder lange Nacht der Museen. Wir halten den Kontakt direkt zu den Konsumenten. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Wir haben, glaube ich, nie so Abkommen, dass wir gesagt haben, das sollen die Angestellten machen, das wollen wir nicht. Wir haben immer mitgearbeitet und geschaut, dass das was weitergeht. Wir motivieren unsere Mitarbeiter in dem, dass wir auch dabei sind. Und wir sind unheimlich innovativ. Also die ganzen Artikel, was wir damals, wie wir begonnen haben, übernommen haben von meinen Eltern, da haben wir noch einige Artikel davon. Aber das hat damals, haben wir mit diesen 5 Artikeln, was ich gesagt habe, es hat gegeben, eben die fromme Helene, das alles Gute, die Spezialitäten, das Nussburger, den Rehrücken und die Schokobananen, 6 Artikel. Mit denen haben wir 90% des Umsatzes gemacht. Heute machen wir vielleicht 5% damit noch des Umsatzes. Alle anderen Artikel sind neu oder kreativ, wie soll ich sagen, wir haben ja vor, das ist schon wieder her, 18 Jahre, 19 Jahre, haben wir angefangen auch mit Kreativware, das heißt Bonbonieren verpacken in einen Geschenkskorb rein oder mit Plüsch drauf oder mit Keramik drauf oder Sissi-Häferl, wir verkaufen, weiß ich nicht, also mindestens 40.000 Sissi-Häferl, 70.000 Mozart-Häferl, also so Sachen, einfach Kombinationen und versuchen einfach unheimlich kreativ zu sein und das hat, glaube ich, schon sehr den
dazu beigetragen, dass wir so erfolgreich sind. Wie wichtig ist, glauben Sie, die Innovation in Ihrem Geschäft? Wie wichtig ist es, dass man erstens mal, also irgendwo der Tradition treu bleibt, weil die Kunden kaufen ja gewisse Produkte, wo sie sagen, das kennen wir vom Handel, das mögen wir. Wie wichtig ist es sozusagen, am alten Produkten festzuhalten, weil das der Kunde mag? Und wie wichtig ist es einfach auch, dass irgendwo ein Risiko einzugehen und sagen, wir probieren wieder was Neues aus? Und wie balancieren Sie diese beiden Aspekte? Naja, also durch Innovation und Tradition in die Zukunft. Okay. Innovation ist unheimlich wichtig, weil die Konsumenten immer was Neues wollen. Mhm. Immer dasselbe ist halt fad. Irgendwann einmal sagt man, okay, also was wir früher Nussbaggern verkauft haben, war unfassbar. Mhm. Aber heute Maroni ist es dreifache oder vierfache davon. Ja. Also das heißt, aber natürlich gingen die Nussbaggern nicht schwächer, weil die Leute jetzt Maroni kaufen oder Likörpralinen. Wir waren der Spezialist für Likörpralinen. Wir machen es mit den besten Bränden, was wir zum Kaufen können. Aber die Leute wollen keine Likörpralinen mehr. Mhm. Also das ist am sterbenden Ast, das wissen wir heute. Ja. Dafür haben wir gesagt, okay, wir haben, das sind immer so Sachen gewesen, irgendwelche Punkte. Ich habe zum Beispiel Ostereier, also gefüllte Ostereier. Vor Ostern verkaufen wir 1 Million Stück ungefähr davon. Okay. Normalerweise heuer nicht. Yeah. Und wie war das heuer? Na, heuer war es viel weniger. Okay. Also heute am Vormittag waren wir im dritten Bezirk beim Roten Kreuz, haben wir dorthin gebracht, einen vollen LKW mit Ostersachen. Okay. Gestern waren wir in Korneuburg beim Roten Kreuz auch mit einem vollen LKW, also wirklich mit 13 Paletten drinnen. Okay. Also, und wir haben bestimmt noch einen LKW, was wir irgendwo hinspenden. Viel übrig geblieben. Wahnsinnig viel von der Osterwange. Okay. Ja. Aber die Ostereier sind unheimlich beliebt. Ja. Die Leute, was die zusammen gegessen haben, sagen, Wahnsinn, es gibt keine besseren Pralinen. Mhm. Und dann haben wir dann irgendwann einmal, ich war in Amerika und bin mit der Familie durch Amerika gefahren und haben uns angeschaut, die ganzen Süßwarengeschäfte, die es auch in Amerika gibt. Und da sieht man, dass die Leute gerne sich selbst aussuchen, das, was sie essen. Okay. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen diese Ostereier, die wir vor Ostern haben, da haben wir 16 verschiedene Sorten, das machen wir, verpacken wir in Kugeln und verkaufen das ganze Jahr über. Mhm. Und das hat super eingeschlagen. Also dieses Big and Mix, wenn man sagt, das funktioniert sehr gut in den Filialen. Ja. Und ja, diese Zeit der Bonbonniere, was damals war, die gibt es halt nicht mehr. Ein Bonbonniere ist ein Wanderpokal in Wirklichkeit. Wenn sie ihn kriegen, heben sie ihn auf und schenken an der Tante oder den Onkel oder sonst jemanden. Und da muss man einfach innovativ sein mit neuen Verpackungen, anderen Verpackungen. Und das haben wir Gott sei Dank, wir haben nie die Zeit verschlafen. Wir haben wirklich, wenn wir gemerkt haben, Tourismus funktioniert, dann haben wir sie am Tourismus drauf gehabt, aber haben nicht die Supermärkte auslassen. Weil die Supermärkte haben wir gesagt, da gingen so gut die Sackerln jetzt. Da haben wir von Bischinger die Beuteln, da haben wir von Heindl die Gelee-Beuteln, die Trachee, die Krachmandeln, alles Mögliche. Also wir haben so viele verschiedene Artikel für jeden, dass wir für jeden was haben. Ne? Da waren wir wirklich immer irrsinnig innovativ und nur durch Innovation sind wir, glaube ich, so erfolgreich geworden. Okay. Das heißt derzeit, wenn man sich anschaut den Umsatz, wie viel Umsatz wird derzeit noch in den eigenen Filialen erzielt? Ja, wo man sagt, okay, das sind wir die Inhaber in den Filialen und unsere Produkte werden in unseren eigenen Filialen gemacht. Und wie viel Prozent ist dann wirklich über eben die Supermarktkonzerne? Wie ist da die Verteilung? Naja, schau, also wir reden noch von vor der Corona-Krise. Ja, genau. War es so, dass wir ziemlich genau 60% des Umsatzes in die Eigenfilialen machen. 60%? Okay. 60%, obwohl wir durchgelistet sind bei Billa und Spar und Merkur und Hofer und überall haben wir Produkte drinnen. Es ist halt. Des Umsatzes, nicht des Gewinns, sondern des Umsatzes. 60% des Umsatzes in den eigenen Filialen. Okay. Und die Eigenfilialen sind natürlich. Das Tolle daran, alles, was du innovativ machen tust, kannst du in die Filialen als erster probieren. Ja. Und wenn es in die Filialen gut funktioniert, dann kannst du es praktisch erst den Handel anbieten. Mhm. Wenn du heute keine Filialen hast und du musst ein neues Produkt machen, da sind ja immer Vorkosten. Also für jedes Produkt kannst du sagen, 60.000, 70.000 Euro brauchst du einmal für Formen, für Verpackungsmaterial und alles Mögliche. Und wenn der Einkäufer sagt, nein, das gefällt mir nicht oder das schmeckt mir nicht, kannst du es am Bauch binden und das wird keiner haben wollen. Ne? Ja. Wenn du es aber in die Eigenfilialen probieren tust, unsere Kunden haben ja so einen Schokoclub auch, wo 100.000 Clubkartenbesitzer dabei sind, die
unheimlich neugierig sein und da kannst du natürlich auch linken. Dann schreibst du dann, wenn man einen Artikel kostet es einmal, schaut es einmal, wie das schmeckt und so. Da kannst du es schon dorthin bringen, dass sie das kaufen. Und das hast du halt in einem Supermarkt wieder nicht. Mhm. Die Supermärkte sind auch jetzt, speziell jetzt in der Krise, unheimlich wichtig. Für uns, weil diese Filialen, wo wir wirklich, ja, wo wir normalerweise Millionen Umsätze machen, ja, die machen keinen Umsatz momentan. Weil die komplett geschlossen sind. Die sind komplett geschlossen. Ja, das ist nicht komplett geschlossen. Die meisten Geschäfte sind ja, oder die meisten Geschäfte sind eh offen. Wir haben ja jetzt am Dienstag wieder aufgesperrt, die Innenstadtgeschäfte. Mhm. Aber ich habe es heute wieder, also zumindest in der Innenstadt, im Kohlmarkt wieder zugesperrt. Ich habe die Marie-Überstraßen zugesperrt heute wieder. Weil es nicht rentiert. Von Rentieren ist überhaupt keine Rede. Wir machen dort, also gestern haben wir, glaube ich, 90 Euro Umsatz gemacht. Das heißt, es waren 6 Kunden drinnen, die sie ein Herzerl gekauft haben oder ein Taler oder irgendwas. Also das, da haben wir gesagt, das hat keinen Sinn. Ich bin ja heute durch die Stadt marschiert. Es sind noch zu wenig Leute unterwegs und speziell das, was kaufen. Das ist momentan ganz schlecht. Ja. Aber davor war es natürlich eine andere Geschichte. Also, wir sind ja niedergrennt worden in Wirklichkeit in der Wiener Innenstadt. Da gibt es ja, hat es ja so viele Touristen gegeben. Man glaubt, man geht durch China durch, wenn man über die Kärntnerstraßen gegangen ist. Ja. Ja, da müssen wir sich neu orientieren. Das heißt, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir diese Touristenfilialen, die wir haben, die wir vollgestopft haben mit Sissi und Mozart, dass wir die jetzt einmal umstellen auf unsere normalen Hausmannskostprodukte, die wir halt auch haben, wie Rohkostfrüchte und Bischinger Waffeln und so. Das müssen wir jetzt einmal umstellen. Das, da werden wir sie jetzt da in der nächsten Woche sehr einen Kopf darüber zerbrechen, wie wir das am besten machen. Okay. Und da, weil Touristen sind keine da, alle Hotels sind leer. Das ist ja wirklich ganz, ganz schlimm. Okay. Aber die Supermärkte kaufen brav. Also wir jetzt momentan ist es so, dar wir gerade einen riesen Auftrag abarbeiten für die Spar. Okay. Wir haben gestern eine riesige Lieferung rauslassen. Übernächste Woche kommen bei 650 Billa und Merkur-Filialen kommen ein riesiger Display mit Fischinger-Produkten hin. Mhm. Also man muss halt schauen, dass man sich selbst wieder am Krawattel nimmt und auszieht aus der Krise. Und wieder innovativ ist. Und aus dem innovativ Haus. Und schnell. Ja. Okay. Wie hat das bei Ihnen begonnen eigentlich? Diese Krise. Wann haben Sie angefangen, das mitzubekommen für Ihr Geschäft und was waren so die ersten Maßnahmen oder die ersten Dinge, die Sie einleiten mussten? Weil, soweit ich mitbekommen habe, die Produktion, weil so haben wir uns ja kennengelernt, Sie haben ja für Ihre Mitarbeiter eine Unterkunft gesucht, so haben wir uns kennengelernt, weil ja bei Ihnen die Produktion weitergegangen ist. Ja, also naja, wir haben wie ist es weitergegangen? Ja, wir haben 7 Produktionsanlagen, verschiedene. Okay. Also da wird auf den einen werden Waffeln gemacht, am anderen werden auch Waffeln in größeren Stückzahlen gemacht. Das heißt, Ihre gesamte Produktion, alles was von Heindl produziert wird, wird eigentlich im 23. Bezirk produziert. Alles von Heindl und Bischinger, Alles von Heindl und Bischinger. Wir haben dann praktisch das nur mehr produziert, was wo Bedarf da ist. Und wir haben Gott sei Dank Aufträge schon gehabt von Billa und Spar und Merkur und Hofer. Und das haben wir weiterhin produziert. Aber wir haben mindestens die Hälfte der Mannschaft in die Kurzarbeit geschickt, weil einfach zu wenig Aufträge sind. Weil wir haben am 16. März alle Filialen zugesperrt. Am 16. März? Am 16. März. Ja. Haben wir ja zuerst geglaubt, wir müssen auch zusperren, haben dann zugesperrt und haben gesagt, okay, wir haben das Lager voll mit Osterware. Mhm. Wir müssen uns was einfallen lassen und haben dann abklären lassen, ob wir aufsperren hätten dürfen. Diese Ware war für die eigenen Filialen, die war nicht für Supermarkt? Für die eigenen Filialen, ja. Der Handel war ja schon ausgeliefert. Ne? Mhm. Und haben dann praktisch am 2. April dann die Geschäfte aufgesperrt und haben das praktisch 10 Tage vor Ostern haben wir 20 der 30 Filialen wieder aufgesperrt. Okay. Ist auch, sagen wir mal, natürlich nicht so gut gegangen wie normal vor Ostern, aber es ist verhältnismäßig gar nicht so schlecht gegangen. Ja. Okay. Also es ist maximal 40% von Vorjahresumsatz in derselben Zeit. Die Leute einfach vorsichtig sind beim Einkaufen. Wir haben überall in den Filialen so Spuckwände aufgestellt, Desinfektionsmittel aufgestellt, Handschuhe, alles. Aber es ist halt trotzdem so, dass es nicht so gegangen ist. Und jetzt haben wir gestern war Dienstag, genau, vorgestern. Vorgestern habe ich dann die Stadtgeschäfte aufgesperrt und Marie-Überstraßen, weil man dachte, probieren wir es.
Und jetzt habe ich die Innenstadt eigentlich noch offen lassen, Kärntnerstraße, Stephansplatz, Schwedenplatz und Rotenturmstraße, also vier Geschäfte von den fünf habe ich offen lassen. Aber heute habe ich zugesperrt in Kohlmarkt, es geht kein Mensch dort vorbei, es ist wirklich tote Hose. Okay. Und ja, jetzt lassen wir mal zu, mal bis am 2. Mai, lassen wir mal zu das Geschäft und naja, wir schauen, also ich muss ehrlich sagen, Gott sei Dank habe ich in meinem Leben noch nie so eine Krise mitmachen müssen. Gott sei Dank haben wir immer sparsam gelebt, dass wir Reserven haben. Also ich habe niemanden entlassen müssen. Ich kann die Gehälter zahlen. Also ich habe die April-Gehälter schon gezahlt. Die März-Gehälter sind ganz normal rausgegangen. Es ist schon eine sehr, sehr schwierige Zeit, muss man ehrlich sagen. Aber es zu danken ist uns, dass wir immer sparsam waren, also dass wir nie über unsere Verhältnisse gelebt haben. Und die Frage ist halt, wie es dann wirklich ist, ob wir eine Förderung bekommen, dass wir gestützt werden vom Staat, wenn wir keine Kredite noch aufnehmen haben müssen. Okay. Und das wird man jetzt sehen, wie sich die Krise entwickelt, weil wir rechnen schon damit, dass wir bis Ende des Jahres in der Stadt wenig Geschäft machen werden. Also man muss ja immer so sagen, eine normale Filiale, eine Shopping City oder so, diese so eine Filiale macht, so weiß ich, 600.000 Euro Umsatz und eine Kärntnerstraße, die ungefähr in der gleichen Größe ist, macht 2 Millionen Umsatz. Eine Filiale? Also das ist so ein Riesenunterschied. Das ist so ein Riesenunterschied, weil die Stadt, wenn sie voll ist mit Touristen, funktioniert das richtig gut. Wirklich, da macht eine Filiale, also eine Filiale auf der Kärntnerstraße macht dann 2 Millionen im Jahr. Ja. Okay. Ja. Aber 365 Tage offen, jeden Tag von 10 bis um 9 Uhr am Abend. Ne? Ja. Also haben wir eine riesen Mannschaft natürlich auch dazu. Aber sagen wir so, diese Filialen sind erst sehr teuer. Ne? Also wenn du eine Stadtfiliale möchtest, so wie die Kärntner Straßen, dann musst du halt rechnen, dass man für so eine Filiale auch 2 Millionen Euro Ablöse zahlt, dass man dann auch 12.000 Euro Miete zahlen darf im Monat. Aber dort kannst du auch Umsätze machen. Ne? Ja. Okay. Wie erwarten Sie, was ist Ihr Plan für die nächsten Wochen? Ich schätze mal, wie weit in Zukunft können Sie jetzt planen und in welche Richtung geht das jetzt für Sie? Die Filialen, ich schätze mal, die Eigenfilialen bleiben jetzt mal geschlossen für die nächsten Wochen? Nein, die Filialen sind ja alle offen, offen bis auf fünf Geschäfte sind alle offen. Es ist ja nur Shopping City zu und ich glaube, Gerersdorf machen wir jetzt wieder zu, das hat auch nicht funktioniert. Okay. Aber und jetzt Kohlmarkt und Marie-Überstraße habe ich zu, aber sonst die anderen Geschäfte sind alle offen. Ne? Also, es ist, also der Plan eigentlich ist, dass wir keinen Plan haben. Also die Wirklichkeit ist, wir können uns ja nicht planen, wenn wieder Touristen kommen. Es ist der Flughafen fast geschlossen. Ich glaube, es fliegen am Tag 25 Flugzeuge weg und davon sind, glaube ich, 22 Transportflugzeuge. Also du kommst ja nirgends hin. Wir werden das irgendwie überstehen. Aber ich mache es jetzt so, an Stephansplatz zum Beispiel, die Filiale ist eh in die Jahre gekommen, die wäre das letzte Mal 2008 renoviert, die wäre jetzt über den Sommer general überholen, dass die wieder wunderschön ist, wenn die Krise vorbei ist, dass wir wieder kurz Geschäft dort machen können. Ja. Und wir werden schauen, dass wir Urlaub machen, so viel wie es geht, dass wir die Leute halt in Urlaub schicken, auch wenn sie nur zu Hause bleiben dürfen. Aber wir werden auf Kurzarbeit bleiben und schauen, dass wir die Krise irgendwie schaffen werden. Wir werden es sicher schaffen, aber es ist natürlich auch schon eine besondere Herausforderung. So haben wir unser Leben noch nie gehabt. Es hat noch kein Jahr gegeben in der Geschichte der Firma Händel, wo wir nicht mehr Umsatz gemacht haben als im Vorjahr. Und das wird das erste Jahr sein. Das 2020 wird das erste Jahr sein, wo es anders ist. Ne? Okay. Das heißt, jetzt sind mal 140 Mitarbeiter sind jetzt auf Kurzarbeit binnen geschickt. 140 sind noch da. Nein, es sind in Wirklichkeit alle 280 in Kurzarbeit. Okay. Verstehe schon. Wobei man sagen muss, die alle im Homeoffice machen ja auch nicht jetzt 38,5 Stunden und die machen halt 20 Stunden und den Rest zahlt halt die Kurzarbeit. Und bei uns in der Firma wechseln wir so ab, die Leute, dass einmal die Mannschaft da ist, einmal die andere Mannschaft, dass die alle Kurzarbeit sind. Okay. Wir haben ja von Weihnachten noch so viele Plusstunden, die müssen wir auch abarbeiten und die alten Urlaube da mal wegarbeiten. Wir müssen sie nach der Decken strecken, so wie es ist, so ist. Okay. So, genau. Ein wichtiger Ding.
Das heißt, Sie derzeit Ihre Hauptvertriebswege waren die eigenen Filialen und waren die Supermärkte. Genau. Ja? Und Export ein bisschen. Und Export, okay. Export, wir haben heute erst wieder einen Auftrag gekriegt, weiß nicht, 18.000 Euro, einen Exportauftrag nach Russland. Okay. Und ja, es ist natürlich auch der Export schwächer geworden jetzt durch diese Krise. Aber wenn wir in Deutschland haben wir ja auch 3 Mitarbeiter, die den Vertrieb machen für bayerische Produkte, was wir auch produzieren. Das ist auch schwierig. Ich meine, da versuchen wir gerade zu akquirieren, was geht. Aber das haben natürlich auch nicht die Kaufleute. Die sind ja eine Woche hinter uns in Wirklichkeit in Bayern. Mhm. Die schauen ja ab, wie es in Österreich geht. Wie groß ist eigentlich der Unterschied für Sie zwischen den, also von den Gewinnmargen her, von den eigenen Filialen und den Supermärkten? Ja, wie viel, also wie kann man sich das als, also ich kenne mich einfach zu wenig aus in diesem Markt. Wie groß ist der Unterschied von, wenn ich eine Schokolade für 10 Euro verkaufe, wie viel, also für, von Supermarktperspektive aus, wie viel weniger Gewinn mache ich auf das gleiche Produkt? Wenn ich, ob ich es selber verkaufe oder ob ich über den Supermarkt verkaufe? Naja, schau. Dadurch, dass die Eigenfilialen nicht umsonst sind, ich brauche dort genauso Personal, dann Filialbetreuung, renovieren muss ich immer wieder. Es ist ziemlich ausgeglichen, glaube ich. Ich glaube, dass der Lebensmittelhandel natürlich, wir haben 4 Außendienstmitarbeiter, wir haben einen Verkaufsleiter, wir haben einen Key-Accounter. Also das kostet der Vertrieb auch Geld. Und die Eigenfilialen sind nicht wieder so, dass die Geschäfte auch Geld kosten und die Mitarbeiter in den Filialen natürlich auch viel Geld kosten. Also es ist ziemlich ausgeglichen. Die Spanne, was der Handel hat, kostet uns wieder die Filialen und Filialbetreuung und die Werbung und alles, was wir dafür machen. Es ist ziemlich ausgeglichen, glaube ich. Okay. Und jetzt kommen wir zum Online-Vertrieb. Ja? Ja. Welche Richtung sehen Sie das für sich, die Zukunft, ja, was den Online-Vertrieb angeht? Weil es gibt ja viele Unternehmen, die sagen, okay, also für einige Unternehmen, die im Grunde rein auf physischer Vertrieb angewiesen sind, die sagen, ja, wir verkaufen unsere Filialen. Teilweise waren für diese Unternehmen die Auswirkungen dieser Krise natürlich wesentlich stärker als Unternehmen wie ein Amazon. Ich meine, Amazon ist ein blödes Beispiel, weil es ein Weltkonzern ist, aber als andere Unternehmen, die ihre Produkte einfach im Grunde verschicken. Ja, die ihre Produkte selber vertreiben an den Endkonsumenten. Die weiterhin, die teilweise viel weniger Umsatzeinbußen hatten, als die physisch geschäftsbasierenden Unternehmen. Wie sind Sie da für sich, wenn wir von Innovation sprechen? Bei uns gibt es ja schon eine jüngere Generation auch als mich. Also wir haben ja die Kinder auch schon im Betrieb. Und, sind die auch in Firmenunternehmen schon drinnen? Ja, es sind von meinem Bruder die 2 Töchter sind in Unternehmen und von mir 2 Töchter sind in Unternehmen. Wobei eine davon in Karenz gerade ist. Aber also die drängen schon des Längeren auf einen Online-Store. Ja. Jetzt habe ich mich immer geweigert, weil ich gesagt habe, warum? Wir haben das einfachste Geschäft der Welt. Zu uns kommen, also unser Schokoclub-Kartenbesitzer ist 60 plus. Ja. Das heißt, die sind keine Online-Shopper. Ja. Und ich habe immer gesagt, ich will mir das nicht antun, dass ich so Backerl machen und das verschicken tue. Ich verschicke lieber palettenweise die Ware in die Filialen oder im Lebensmittelhandel. Jetzt haben wir eine Firma gehabt, die Austrian Supermarket. Ja. Austrian Supermarket ist Online-Store. Die haben wir sehr vernünftig vorgekommen. Warum? Weil wenn du heute, ich sage, in München jetzt bist und du möchtest da Österreich festmachen, kannst du von Heindl die Schokomaroni schicken lassen, von Manner die Mannerschnitten, von Radatz die die Wurst und von Wiesbauer die Wurst und das hat mir eigentlich gut gefallen. Und, die lassen wir natürlich auch mit profitieren. Die haben praktisch fast die gleichen Preise wie wir in unseren Geschäften. Und die verschicken das. Das war bis jetzt auch gut. Hat man in der Krise gesehen, dass die wirklich größere Bestellungen haben. Sonst haben sie gehabt täglich vielleicht 300, 400 Euro. Und in der Krise war es 50. Warten Sie kurz. 1000 Euro jetzt, ja. Nochmal, wieder schon mehr. Von 300 Euro auf? So viele Anrufe, so beschäftigt. Unglaublich. Herr Händel? Sind Sie wieder da? Ich weiß, Sie sind so beliebt einfach bei den Leuten. Sie kriegen die Anrufe die ganze Zeit. Das ist unglaublich. So beliebt wäre ich auch gerne. Ich will auch mal so beliebt. Ja, so beliebt, glaube ich, ist das nicht. Das ist einfach immer nur.
Okay, also die sind von 300 Euro, das ist ein Online-Vertriebspartner sozusagen? Ein Online-Vertriebspartner, der viele Firmen hat. Ja. Und jetzt seit, ich glaube, heute ist die Einschulung gewesen. Wir haben jetzt da die letzten zwei Wochen haben wir einen eigenen Online-Store jetzt gemacht. Mhm. Und ich glaube, der geht heute oder morgen online. Okay. Also wir machen jetzt einen eigenen Store und schauen uns das einmal an. Ich bin sehr gespannt, weil das natürlich eine ganz andere Arbeit ist als bei uns, wie wir es normal machen. Aber wir sind guten Mutes, dass das funktioniert. Aber Sie haben es schon, also ich denke mal, Sie haben ja schon ein paar Mal, wie Sie gesagt haben, Innovation betrieben und sind in neue Marktsegmente reingegangen. Marktsegmente, die Sie vorher auf eine Art und Weise, die Sie vorher noch nicht so kannten. Ne? Und oft hat das komplett neue Türen für Sie eröffnet und Türen eröffnet, wo man sagt, wow, ich wusste gar nicht, was dahinter alles steckt und welche Möglichkeiten dahinter stecken. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass, wenn ich mir überlege, welche Tür sich als nächstes öffnen könnte, wenn Sie sagen, Sie sind ein innovativ getriebener David, dann könnte es ja wirklich diese Tür, es war mal die Tourismustür, es war mal die Fabrikbesichtigungstür und jetzt ist vielleicht eine digitale Tür. Schauen wir, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir wissen es in ein paar Tagen, werden wir es wissen, wie das ist mit den Online. Wenn uns das Wetter nicht zu warm jetzt wird, wird das vielleicht funktionieren. Mhm. Wir werden schauen, wie wir das einmal bewerkstelligen, weil wir haben ja davon eigentlich gar keine Ahnung gehabt bisher und wir wissen ja noch gar nicht, wie wir das dann verpacken werden und wie wir das machen, aber mit der Aufgabe wachsen wir. Zeit haben wir jetzt genug, weil in Wirklichkeit mache ich normal einen Halbtagsjob, arbeite momentan nur von 7 Uhr in der Früh bis zum Mittag. Zum Mittag bin ich meistens schon zu Hause, nur heute aber jetzt um 14 Uhr ein Termin, deswegen muss ich jetzt bald aufhören. Ich hoffe, dass das auch kommen wird, dass das irgendwann einmal gehen wird. Und natürlich, World Wide Web wird schon, vielleicht findet man einen Artikel, den die ganze Welt haben möchte. Ne? Ja, das stimmt. Das kann ich mir vorstellen. Das ist die Skalierbarkeit der digitalen Welt. Ja, das ist Open End im Grunde. Ja, man hat da keine Limitierungen nach oben hin. Eine sagen wir zwei Fragen noch. Eine Sekunde, warte mal. Nein, irgendwie das. Ich bin da jetzt irgendwie rausgefallen da. Mhm. Nicht Signal, sondern wir sind da zum. Ja, geht's wieder. Ja, der Industrie, man sagt ja, die Menschen werden immer gesundheitsbewusster. Die Menschen haben ja das Geld, sagen ja, ich muss auf meine Gesundheit achten und so weiter. Ja. Wir sind ja gerade im Trend mit fleischloses, alternative Essen und so weiter. Wo man sagt, okay, der Trend vom Alkohol geht ein bisschen weg, der Trend vom Zigaretten, also vor allem in den entwickelten Ländern, in den Industrieländern, sieht man eine abnehmende Tendenz von Alkohol, von Zigaretten und so weiter. Wie sehen Sie das für Ihre Industrie, dass die Leute vielleicht immer gesundheitsbewusster werden? Und das werden sie ja, das sind ja Messgründe, die man sagen kann, die Leute achten einfach mehr auf ihre Gesundheit. Welchen Einfluss auf die Schokolade? Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich glaube, dass der nächste Schritt eigentlich schon, wie soll ich sagen, notwendig gewesen wäre. Mhm. Wir haben auch wirklich etwas gemacht. Nachhaltigkeit war für uns ein großes Thema. Ja. Fairtrade. Wir haben ja alle unsere Produkte auf Fairtrade umgestellt. Wir haben ein eigenes Regal mit veganen Produkten. Mhm. Und ich habe vor einem Jahr habe ich begonnen, ein Projekt zu machen mit Studierenden aus der Wifi. Mhm. Ein Projekt, dass ich gesagt habe, was wollen die Jungen? Und die Jungen sagen alle das Gleiche. Und sie wollen Produkte, die vegan sind. Vegan ist momentan ganz in. Ja. Jeder will nur vegan haben. Mhm. Und da haben wir schon einige Produkte, aber ganz wenige. Mhm. Und die haben mörderisch gute Ideen gehabt, diese Studierenden. Da waren sechs Gruppen, sechs verschiedene, immer mit fünf Personen oder sechs Personen sogar. Und die haben Produkte gebracht ohne Ende. Also die haben wirklich Ideen, wo man sagt, wenn man das umsetzt, kannst du eine eigene Fabrik dafür bauen. So tolle Sachen sind das. Die haben wirklich gute Ideen. Jetzt ist aber so gekommen, dass ich letztes Jahr eine neue Anlage aufgestellt habe, die eine Kugelmaschine. Also dass man so Kugeln, machen wir Lindor-Kugel. Und diese Kugelmaschine war ein Riesenprojekt, das hat 2 Millionen Euro gekostet. Und das läuft noch nicht so, wie man es wirklich vorstellt, dass das wirklich problemlos laufen wird, weil das eine irrsinnig komplizierte Maschine ist. Aber wenn das abgearbeitet ist, legt der ganze Fokus an diesen Produkten, was die jungen Leute wollen. Also, wenn das auch nur so sind, so Schokoladenplätzchen mit Nüssen,
so als Gehirnnahrung oder mit Früchten als Bauernnahrung, ja, und kleine Riegeln. Und also, da haben wir so viele Ideen, mhm, in Ärmel noch, dass man wirklich eine ganze Fabrik auslasten könnte dafür. Okay, so. Das wird Frage, der nächste Step. Letzte Frage, ja, Sie handeln, weil Sie müssen bald los, weiß ich. Ja. So. Sie sind jetzt Unternehmer seit wie vielen Jahren? Seit 87, also 33 Jahre jetzt. 33, okay. Wenn Sie jetzt ein Jungunternehmer, ja, aus Ihrer Erfahrung ein paar Tipps mitgeben könnten, ja, Ihrem 20-jährigen Ich, ja, dem 20-jährigen Andreas, wenn Sie dem jetzt mit dem ein Gespräch haben könnten und der sagt, ja, ich will, und der ist nicht, der hat nicht die Möglichkeit, in ein Geschäft einzusteigen, sondern der will sich selbstständig machen. Mhm. Aus Ihren 33 Jahren Erfahrung, was würden Sie einem jungen Menschen mitgeben da für die Selbstständigkeit, für Unternehmensgründung, für Unternehmensführung, für den Aufbau einer Firma, für den Wachstum und alles, was Sie gelernt haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten? Schwierige Frage, ob ich das irgendjemandem antun möchte. Okay. Also ich kann nur so sagen, diese ganzen alten Sprichwörter, ohne Fleiß kein Preis und so, mhm, das stimmt hundertprozentig. Ja. Man muss schauen, dass man erstens einmal hinter dem, was man macht, das muss sein Hobby sein. In Wirklichkeit, das war, mhm, bei mir immer das Geschäft, wegen Geld verdienen habe ich es eigentlich nicht gemacht. Das hat mir immer einen Spaß gemacht. Und also ich meine, vielleicht war es bei uns so, dass wir immer den Hauch von meinem Vater in den Nacken gehabt, der, mhm, immer gesagt hat, passt auf und passt auf, dass es nicht zu viel ausgibt und, ja, und schaut auf die Leute und schaut es dahinter. Dahinter. Das ist sicher etwas, was bei uns sehr zum Erfolg beigetragen hat. Und wenn ich heute jünger bin und ich soll mich selbstständig machen, ich weiß nicht, ob ich es noch einmal so gemacht hätte, wie ich es gemacht habe. Wir haben halt unheimlich viel gearbeitet. Wir haben 60 Stunden in der Woche gearbeitet und haben einfach das als oberste Priorität gesehen, die Firma. Ja. Ich habe viele Freunde, ich wohne in einer Wohnhausanlage, wo sehr viele reiche Leute eigentlich daheim sind, die alle viel, viel weniger arbeiten als ich. Mhm. Deswegen, da traue ich mich fast gerade irgendjemandem einen Tipp geben, weil ich habe einen Freund, der macht Immobilien, der ist steinreich geworden damit. Ich, ja, habe einen Freund, der macht Burger King Filialen, der hat 20 Burger King Filialen, die, mhm, ganzen Rosenberger kauft. Und, aber der arbeitet auch viel weniger, muss ich ehrlich sagen, als ich. Und ich habe einen Freund, der tut Fliesen verkaufen, also an Quester und Konsorten und arbeitet fast nichts, steht nur am Golfplatz und verdient auch einen tollen Ferrari und alles. Also wenn ich jetzt da jemandem einen Tipp gebe, das war wahrscheinlich so, dass das eh keiner machen würde. Fleißig arbeiten, dahinter, ja, sein und sein Geschäft, das als Hobby sehen und immer dahinter sein, das ist das Wichtigste. Und nie zu viel Geld ausgeben. Nicht gleich mit dem ersten Geld, was man verdient, sich einen Porsche kaufen, sondern, okay, lieber eine neue Maschine, und wo man noch besser produzieren kann. Ja. Ich weiß halt nicht, was ich noch sagen soll. Man, okay, weiß. Nein, perfekt, ich verstehe das. Ich glaube, dass die zugrunde liegenden Prinzipien eigentlich viel einfacher sind, als man denkt bei vielen Dingen. Genauso zugrunde liegende Prinzip von, wie nehme ich ab? Ja, ich mache Sport und fress weniger Blödsinn. Und ich glaube, dass die zugrunde liegenden Prinzipien auch von, okay, wie werde ich ein erfolgreicher Unternehmer, eigentlich, eigentlich auch nicht so kompliziert sind, aber die Leute suchen halt nach den einfachen ja, Lösungen, ja, um nicht die harte Arbeit reinstecken zu müssen. Genau. Ich danke Ihnen vielmals. Es ist 14 Uhr. Bitte, Zeit bitte. Für Sie zu gehen. Ja. Wiedersehen. Gut, hat mich bereit, Papa. Danke, wiedersehen. So ein Handle End Meeting. Ich glaube, ich weiß nicht, ich klicke da mal drauf. Na, ich lasse mal an. Okay, so, das war der Herr Andreas Handel. Geschäftsführer in der Walter Heindl GmbH, einer Schokoladenherstellungsfabrik. Wir haben uns kennengelernt vor knapp 3 Wochen, glaube ich. Und zwar im Prozess, wo ich versucht habe, für die Apartments Möglichkeiten zu finden, weil die Tourismus, wie er gesagt hat, weg sind. Aber ja, habe ich geschaut nach Firmen, die Unterkünfte für ihre Mitarbeiter brauchen. So bin ich auf die Walter Heindl Firma gestoßen und habe mit Herrn Heindl gesprochen und war das ganz interessant, er war sehr offen, sehr freundlich und habe ihn dann einfach gefragt, hey, gibt es eine Möglichkeit, Sie zu interviewen? Gibt es eine Möglichkeit, uns kurz zu unterhalten und Sie einfach erzählen von dem, was Sie da machen und wie Sie die Firma aufgebaut haben und so weiter. Und er hat sofort zugestimmt, hat mir gesagt, ja, ruf mich einfach an und dann können wir uns gerne darüber unterhalten.
Und ja, das habe ich gemacht und dadurch ist das Gespräch entstanden. Ne? Und ich glaube, es war sehr interessant. Ich mag das, mit Menschen mich zu unterhalten, die einfach eine Leidenschaft haben für das, was sie machen. Und das merkt man, wenn man Herr Heindl zuhört. Ich werde probieren, dass ich ihn nicht mehr Herr Heindl nenne, sondern Andreas. Ich mag eigentlich das Sitzen überhaupt nicht, aber das werde ich noch umändern. Ich werde einfach versuchen, ich sage jetzt einfach mal Andreas hier. Ich werde einfach versuchen, dass der... Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Okay, ich weiß nicht mehr, um was es ging. Ich muss was anhören, dann kann ich es meinen Gedanken dann vielleicht beenden. Genau. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr konntet sich ein paar interessante Informationen hier mitnehmen. Das ist Zufriedenheit, genau. Wenn man den Heindl, wenn man den Andreas zuhört, merkt man, dass er einfach ein glücklicher Mensch ist. Ja? Er redet mit Leidenschaft über das, was er da macht. Und so wie gesagt, okay, er hat Freunde, die viel weniger arbeiten und auch sehr viel Kohle haben. Aber ja, man merkt, das, was er macht, macht er mit Leidenschaft, macht er gerne. Und das ist, glaube ich, ein Hauptgrund, was ich bei vielen Leuten merke, die wohlhabend sind. So wie er sagt, also ich schätze mal, Andreas ist auch ein wohlhabender Mensch. Ich kenne natürlich nicht genau, aber ein wohlhabender Mensch auf jeden Fall. Die wirklich Spaß haben an dem, was sie machen. Und ich glaube, dieser Spaßfaktor ist das ein großer Grund dafür, dass die Leute bereit sind, so viel Zeit reinzustecken, wie sie es tun. Und weil sie so viel Zeit reinstecken und so viel Energie reinstecken, schafft man diese Innovation auszuführen, schafft man es, immer wieder weiterzukommen, wenn andere Leute wieder aufgeben. Und das ist auch das, was ich versuche in meinem Business hier, einfach Spaß an der Sache zu haben. Nicht zu schauen nach links und rechts, was machen die anderen Leute, wie viel Geld verdienen die, sondern hey, was muss ich machen, damit ich einfach Spaß an der Sache habe und bereit bin, jeden Tag meine 13, 14, 15 Stunden zu arbeiten, um weiterzukommen. Und ja, damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.